Ja, ich denke mal, das Mikro funktioniert. Ich schließe mich den guten Morgengrüßen an. Wie sagt man bei uns, Freunde der Nacht, alles klar. Ich denke mal, dass jetzt die einigermaßen wieder einsatzbereit sind. Ja, der Thomas Gelf hat es gerade schon angekündigt. Ich bin Projektleiter, arbeite in der Struktur, in einem Team, das nennt sich Projektbüro. Das ist vielleicht dazu noch ein paar Informationen, wie wir da arbeiten. Wir haben zurzeit etwa 80 bis 85 Projekte am Standort allein in Berlin. Zu den Standorten erzähle ich Ihnen gleich noch ein bisschen was. Wir können Ihnen nichts verkaufen, wir können Sie nur einladen, an der Deutschen Welle teilzunehmen, dort, wo Sie sie empfangen können. Und ich erzähle Ihnen natürlich auch ein paar Sätze dazu, was die Deutsche Welle eigentlich ist. Die Deutsche Welle ist eine Rundfunkanstalt nach öffentlichem Recht. Die ist in Deutschland bewusst relativ unbekannt. Die wird von einigen Kabelbetreibern nicht eingespeist oder darf nicht eingespeist werden. Über Satellit ist sie zu empfangen. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann kennen viele die Deutsche Welle aus dem Urlaub. Und dafür ist es eigentlich auch gedacht. Denn die Deutsche Welle vertritt bestimmte Ideen, bestimmte Leitbilder im Ausland. Aufgrund der Erfahrungen, die man letzten Endes mit dem verbrecherischen Regime des Dritten Reiches gemacht hat, wurde im Prinzip in den Vier-Mächte-Abkommen festgelegt, es darf keine zentrale mediale Macht geben mehr in Deutschland. Deshalb ist natürlich auch ist die Medienlandschaft so aufgeteilt. Da wundert man sich ja oft, warum ist das so? Das ist politisch gewollt und demokratisch kontrolliert. Ich zeige Ihnen so ein paar Geschäftsprozesse bei der Deutschen Welle, damit Sie mal ungefähr einen Einblick bekommen, wie funktioniert denn das am Beispiel der Sparte TV. Die Deutsche Welle hat mehrere große Sparten. Fernsehen ist eine, Radio und Internet sind die anderen großen Sparten. Fernsehen wird in Berlin produziert, hauptsächlich in Berlin, aber auch bald in Bonn. Radio und Internet in Bonn. Fernsehen in der Regel viersprachig, die anderen Auftritte bis knapp 30-sprachig. Also daran wird schon mal deutlich, wie hoch der Aufwand auch ist für die reine Sprachadaption von Sendungen und Beiträgen. Ich zeige Ihnen einfach mal ein Bild aus dem Studio, aus einer Regie, damit man mal sieht, wie sowas überhaupt aussieht, welche Geräte stehen da drin. Das sind nämlich nicht nur Server, die da stehen, die wir überwachen wollen. Dann erzähle ich Ihnen was zum Ising'er Monitoring selber. Wo kommen wir her? Wie sah mal unser Proof of Concept aus, mit dem wir dann auch schon gearbeitet haben, was ja auch wieder typisch ist, mit dem wir auch leidvolle Erfahrungen sammeln mussten. Wie hat sich das Systemdesign geändert? Dann zeige ich Ihnen nochmal zwei Beispiele an reinen TV-Komponenten. Hier mal die Komponente links und eine weitere Komponente, die wir mit einer erweiterten Mail-Funktionalität auswerten wollen, die dann auch in die Wendemail geht. Das ist eine Funktionalität, die wird natürlich dann wieder zur Verfügung gestellt als Open Source Code. Die wäre dann global verwendbar. Diese Lynx-Lösung ist dann schon relativ speziell. Das ist ein eigener Daemon für solche Aufgaben. Und natürlich als Anwender auch nochmal unsere Anforderungen ist unsere Wunschliste. Wir merken halt immer wieder, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man aber durchaus mit wenig Anfassen noch viele Verbesserungen erreichen kann. Nämlich wenn man versteht, wie arbeiten Administratoren mit so einem System und wie arbeiten unterschiedlichste End-User mit dem System, was bei uns der Fall ist. Ja, ich erwähnte es eingangs bereits, die Deutsche Welle ist eine Rundfunkanstalt nach Bundesrecht. Sie wird nicht über die GEZ-Gebühren finanziert, sondern sie finanziert sich aus dem Etat des Ministeriums für Kultur und Medien. Unser Jahresetat beträgt etwa 270 Millionen Euro. Das ist verglichen mit anderen landesweiten Rundfunkanstalten Peanuts. Also wer weiß, wie groß eine BBC ist und was für ein Etat die hat, dann ist das ganz, ganz klein, sind viel größer, sind auch global einfach präsenter. Unser Chef ist ein gewählter Intendant. Es gibt zwei Aufsichtsgremien, das ist der Rundfunk- und Verwaltungsrat. Auch hier wieder deutlich, wirklich das Durchsetzen einer demokratischen Kontrolle. In diesen Gremien sitzen teilweise ehrenamtliche Mitglieder, die im Grunde genommen die Gesellschaft als Querschnitt vertreten sollen. Was ist der eigentliche politische Auftrag? Das heißt hier im Grunde genommen, es geht darum, Deutschland als europäische Kulturnation entsprechend verständlich zu machen, zu kommunizieren und im Grunde genommen auch wirklich zur Völkerverständigung, zum Austausch der Kulturen beizutragen. Ja, die großen Sparten hier nochmal aufgeführt, DWTV, Radio, Internet und auch die Akademie, die sich in Berlin befindet und in Bonn. Das heißt, hier werden Medienmenschen geschult, weitergebildet, ausgebildet. Auch das gehört zu unserem internen Programm. Standorte, Hauptsitz ist in Bonn. In Berlin befinden wir uns in der Wolterstraße. Wir haben große Außenstudios in Washington, Brüssel und in Moskau. Und es arbeiten insgesamt ca. 1.500 Menschen bei der Deutschen Welle als Festangestellte und wir schätzen etwa doppelt so viel nochmal als Freiberufler. Das ist klar, der redaktionelle Bereich ist natürlich ganz stark im freiberuflichen Umfeld anzutreffen. Ja, Leitbild letzten Endes
Wir produzieren eben diese Formen von Medien. Deutsch ist eine der Sprachen, aber wirklich nur eine der Sprachen, das heißt wirklich viel, vielsprachig. Wir selber führen gerade eine extrem große Programmreform durch, indem wir die Inhalte und die Formate des Fernsehens deutlich ausweiten, im Vergleich zu früher im spanischen und im arabischen Bereich hier nochmal deutlich nachlegen, sodass das Programm und die Programmvielfalt nochmal zunehmen wird ab nächstem Jahr. Gut, es geht darum, eben verschiedenste Sichtweisen zu vermitteln, nicht nur die deutsche Sichtweise. Es gibt, wer die Deutsche Welle kennt, wer schon mal Magazine und Sendungen gesehen hat, kennt die unterschiedlichen Formate. Global 3000 hin und weg sind solche Sachen, die man immer wieder sieht, die man sich auch im Internet angucken kann. Und letzten Endes geht es darum, auch in verschiedensten Formen des Dialoges im Grunde genommen die Völkerverständigung zu fördern. Wir haben sehr viele Veranstaltungen, wo das eben im Grunde genommen immer wieder ein Hauptthema ist. Und es geht natürlich auch darum, gerade auch in Zeiten politischer Umbrüche, Werte zu vermitteln und im Grunde genommen uns für Menschenrechte einzusetzen. Denn das ist in vielen Ländern nicht selbstverständlich und Sie selber wissen, was passiert, wenn in bestimmten Ländern Umwälzungen stattfinden. Es wird versucht, Einfluss zu nehmen auf die Medien, es wird versucht, das Internet im Grunde genommen zu kontrollieren und natürlich auch zu beschneiden. Und dagegen verwehren wir uns natürlich. Wie sieht eine Fernsehproduktion aus? Für die, die hinten sitzen, gucken sich nicht die vielen grauen Kästchen an, sondern wir kriegen irgendwoher Input. Wir besorgen uns Informationen. Es kann alles Mögliche sein. Wir arbeiten mit einer Sendeanstalt zusammen. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Zulieferern zusammen. Wir produzieren selber. Das Material geht dann über die Produktionsvorbereitung in die Produktion. Das kann Studioproduktion sein, das kann Live-Produktion sein und wird dann über das sogenannte Playout distributiert. Das heißt, unter dem Punkt Distribution sehen Sie die sogenannten Sendekanäle oder Sendeschienen. Wir haben 8 Sendeschienen. Wir strahlen im Grunde genommen ununterbrochen ohne Pause aus. Das heißt, wir produzieren Material jeden Tag für einen 24-stündigen Sendebetrieb. Das hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf den Betrieb. Wir haben so gut wie keine Möglichkeiten, bestimmte Wartungsarbeiten durchzuführen. Betriebswichtige Systeme müssen entsprechend redundant ausgelegt werden. Ich sage ja noch ein bisschen was dazu, warum ist das so wichtig, welche Menschen arbeiten da wo, in welchen Funktionen. Und das ist auch wichtig, wenn man darüber nachdenkt, wie muss so eine Monitoring-Applikation funktionieren. Letzten Endes, zu guter Letzt, die Nachbereitung ist auch klar. Aus den Systemen können Sie archivieren. Wir würden ja viele Sachen auch wiederverwenden können. Und wir müssen sowas machen wie einen juristischen Mitschnitt beispielsweise. Das heißt, der Gesetzgeber legt uns auf, bestimmte Sendungen oder Sendeinhalte wirklich revisionssicher mitzuschneiden. Was hier noch wichtig ist, da arbeiten nicht in einem Teilproduktionsprozess die gleichen Leute. Wir haben etwa 10 bis 15 Teams, die fast immer alle in jedem Produktionsschritt beteiligt sind und auch alle ihre Anwendungen und ihre Systeme selber monitoren können müssen. Das heißt, wir haben nicht ein RZ-Team, das im Schichtbetrieb arbeitet, sondern da arbeiten 120 Kollegen dran, dafür zu sorgen, dass, sag ich mal, der Laden läuft. Ja, Sie kennen es von vielen Bildern, so sieht ein Studio aus. Wir haben in Berlin 3 Fernsehstudios, 2 sind im Grunde vom Studio her automatisiert, nicht von der Regie. Das heißt, da ist eine selbstfahrende Kamera drin und so weiter. In einem Studio werden dann Sonderproduktionen gemacht, das ist etwas aufwendiger. Da ist die, sage ich mal, die Handarbeit noch etwas mehr vertreten. Aber selbst im Prinzip, da gibt es viele Geräte, die wir hier nicht sehen, die irgendwo gesteuert und bedient werden müssen. Und darum geht es letztendlich. Das heißt, neben den klassischen RZ-Infrastrukturen, diese speziellere TV-Infrastruktur oder auch die Hybrid-Infrastruktur, wie wir sie nennen, zum Monitoren. Hybride sind für uns in der Regel Geräte, die irgendwo an einem Server hängen, die aber nicht nur serverbasiert sind. Entweder sind sie noch lokal direkt angeschlossen oder stellen aber schon besondere Herausforderungen hinsichtlich der Monitoring-Applikation dar. Hier ein Blick aus einer Bildregie. Sie gucken ins Studio rein. Sieht jetzt ziemlich klein und popelig aus. Da sitzen aber in der Regel 7 bis 8 Kollegen und arbeiten da drin. Das ist natürlich größer, dieser Raum. Für diejenigen, die sowas schon mal gesehen haben, genau in der Mitte, das ist bunte Feld, gelb und grün. Da steuert eins der wesentlichsten Elemente, nämlich die sogenannte Kreuzschiene. Die Kreuzschiene ist sozusagen, oder die Kreuzschienen, die wir betreiben, sind der zentrale Verteiler für alle ein- und ausgehenden Informationen. Das heißt, extrem wichtig, die richtig zu beschalten, richtig zu bedienen und richtig zu überwachen. Vorne dieses schwarze kleine Feld ist zum Beispiel die Kamerafernsteuerung. Links in der Mitte ist eine klassische Matz. Also da gibt es halt noch alles. Und wie gesagt, bei den entsprechenden Produktionen sind da 7, 8 Kollegen rund um die Uhr beschäftigt. Hier sieht man so eine Kamera, eine ferngesteuerte Kamera. Da diskutieren wir gerade noch mit den Kollegen, ob man die denn dann auch mal monitoren sollte.
Warum? Sie wird natürlich über Netzwerkprotokolle gesteuert und es gibt natürlich die entsprechende Befürchtung, naja, es könnte ja mal jemand überfahren werden oder sie könnte ja doch mal gegen das Pult oder gegen die Wand rauschen. Also da sind natürlich auch immer mit entsprechenden Vorbehalten zu kämpfen, das ist ganz klar. Das ist natürlich Kerntechnologie, wenn da jetzt Fehler passieren, ist es sofort sichtbar und nicht immer korrigierbar. Ich habe es bereits erwähnt, eine der Kernelemente sind diese Kreuzschienen, sind aber auch Multiviewer-Anlagen, das heißt, wie dupliziere ich Bilder oder wie bringe ich mehrere Bilder auf eine entsprechende Plattform, in der Regel zur visuellen Überwachung. Wir gucken uns nachher ein Linksystem an, auch das ist ein kaskadiertes Kartenbussystem. Wir haben sogenannte Transportstrom-Analyzer, die können Qualitäten und Inhalte von Signalen monitoren und können auch via SNMP entsprechend alarmieren, sodass wir sowohl in der sogenannten Programmabwicklung als auch dann auf dem Rückkanal sehen können, was tun wir da gerade eigentlich und kommt das auch an. Es war ganz wichtig, dass die Leute, die Dienst haben, sehen können, das kommt auch so irgendwo in Asien an, wie wir denken, dass es ankommt, damit wir notfalls eingreifen können, wenn das nicht der Fall ist. Hybrid-Systeme sind fast alle Systeme aus der Produktion und Vorproduktion. VPMS ist Video Production Management System. Zurzeit etwa 40 Server, nur damit man mal so eine Idee hat von der Größenordnung. Das bauen wir gerade auf etwa 60. Alles sind Systemverbünde. Zum Beispiel das MediaGrid ist ein Riesenspeicher für Dichte, also für High-Res-Files, die dort abgelegt werden und können auch von dort später mal archiviert werden. ORAT ist unser Grafiksystem. Avid ist ein großes Schnittsystem, also viele, viele Anlagen, die hier zu monitoren sind. Und das ist eben eine dieser besonderen Voraussetzungen, dass RZ betreibt in der Regel diese Anlagen, sofern sie serverbasiert sind, aber die Fachteams ab Betriebssystem-Application-Ebene eben selber. Und das ist auch eine Herausforderung, auf die ich nachher zu sprechen kommen noch werde, bezüglich Isinga Web und bezüglich Elcom, was muss es können, damit eine vernünftige Verteilung, damit ein Rollenkonzept auch umgesetzt werden kann. Gut, dann der ganze klassische Bereich, den kennen Sie sehr gut, denke ich mal. Server, aktive Netzwerkkomponenten rauf und runter. Natürlich die betrieblichen Anlagen, die Racks, alle Betriebssysteme, alle RZ-Dienste, Massenspeicher, Jobs, bestimmte Software-Applikationen des Rechenzentrums. Das alles haben wir in den letzten 3 Jahren entsprechend implementiert. Wichtig für uns, wir sind mal gestartet mit der Idee, wir wollen aktiv monitoren. Das heißt, wir machen überall irgendeinen Client drauf und fragen den gezielt ab. Dann hat man die Befürchtung, okay, wir können bis zu 10-Sekunden-Intervallen im Prinzip die Abfragen hochschrauben. Schaffen wir das? Schaffen wir das mit unserem Systemdesign? Wir haben gemerkt, das tun wir überhaupt nicht. Wir haben noch Luft nach oben. Ich sage gleich noch, wie viele Checks wir haben. Das sind gar nicht im Moment so viele, von denen wir mal geplant haben, dass wir sie haben werden. Wir haben aber einen extrem hohen Anteil noch Passivmonitoring, das wir eigentlich nicht haben wollten. Das hat wieder Auswirkungen auf Ergonomie und Benutzbarkeit der Eventdatenbank, wo wir damit umgehen. Wo kommen wir her? Es gab mal ein Projekt globales Alarmsystem, da hat man dann versucht, für jede Lösung irgendein Monitoring-System zu implementieren. Hat eine große Anforderungsanalyse gemacht und hat eben gesehen, das funktioniert so nicht. Ich kriege das nicht zusammen. Weil alle Teams damit arbeiten müssen, kann ich nicht einem Team zumuten, mit 15 unterschiedlichen Monitoring-Systemen zu arbeiten. Das macht kein Mensch mit. Dann ist irgendwann mal nach einer erneuten Anforderung im Jahr 2008, da sind wir so vorgegangen, dass wir gesagt haben, jetzt lasst uns mal überlegen, wie kriegen wir denn mal den dicksten, schönsten Nenner hin. Wir haben dann selber im RZ, im Projektteam einfach auch nochmal eine Marktanalyse gemacht. Wir sind ja nach VEL normalerweise ausschreibungspflichtig und haben eben geguckt, wo werden wir glücklich. Dann sind wir damals zu Nagios gekommen, die wirklich beste Alternative, und es ging nicht darum, dass wir Geld sparen müssen. Das ist ja für viele einer der Haupttreiber, dass wirklich der Chef sagt, hier, mach mal, aber ich habe nur 1000 Euro. Das ist es nicht. Ja, definitiv nicht. Bei einer entsprechenden Projektwichtigkeit stehen die Mittel auch, wenn sie angemeldet sind, zur Verfügung. Darum geht es nicht, sondern es ging darum, wirklich ein System zu finden mit der tiefsten Durchdringung über alle Systeme, sodass spezielle Systeme die Ausnahme sein sollten. Und wir haben auch gemerkt, das hat tatsächlich auch mit Nagios bzw. Isinga funktioniert. Das heißt, die damalige Grundsatzentscheidung war richtig. Wir sind nicht noch von vielen weiteren spezialisierten Systemen mehr abhängig. Im Gegenteil, wir haben die alle eingestampft. Und das spart dann natürlich letztlich nochmal Geld und freut die Etatverantwortlichen. Wir haben mit einer 3.0x mal angefangen zu pilotieren und sind natürlich auch prompt über den Piloten in den Regelbetrieb geraten, wie es nun immer so ist. Ich zeige da noch ein bisschen was zum Setup, nämlich wir haben damals schon versucht, eine Hochverfügbarkeitslösung zu bauen, die nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben.
Wir haben dann uns auch noch genau den BPV-NACVIS angeguckt, um nämlich bestimmten Kollegen, wir haben zum Beispiel in Berlin die Rolle, die nennt sich IVD, Ingenieur vom Dienst, einfach nochmal eine Plattform zu geben, bestimmte Geschäftsprozesse sehr abstrahiert darzustellen. Weil nicht jeder kann mit allen Features, die die unterschiedlichen Oberflächen umgehen, wirklich aktiv arbeiten. Die sollen wirklich nur Systemzustände kriegen, die sollen einen Leitfaden bekommen, wie muss ich reagieren, wie muss ich anrufen, was kann ich selber tun, wann greife ich zum Hörer und rufe die Rufbereitschaft nachts an. Das war hier das Mittel der Wahl, zu sagen, okay, hiermit kriegen wir eine visuelle Darstellung und eine Abstraktionsschicht, die uns hilft, außerhalb der reinen Techniker als Konsumenten hier entsprechende Lösungen zu präsentieren. Das ist unser altes System-Setup. An beiden Standorten zwei Server oder drei Server. Zwei Server, jeweils die 01 und die 02, auf denen sollten die eigentlichen Core-Instanzen laufen. Wir hatten auch mal mit dem NetBase-Grapher experimentiert. Da muss ich dann aber auch sagen, das haben wir ja gestern in zwei Vorträgen schon gehört, NetBase hat sich da selber entsprechend dann zurückgenommen, hat gesagt, okay, so läuft es nicht, so geht es nicht, wir haben da zu viele Probleme, macht jetzt nochmal einen neuen Anlauf. Und damals natürlich dann ganz klar auch die Entscheidung, ein anderes Tool einzusetzen. Auch das auf den Datenbankservern BEMS und BNEMS hier gezeigte NetBase Portal, das war ein Typo 3 Portal, war nicht wirklich einsetzbar. Also war viel zu komplex zu konfigurieren, viel zu langsam. Und wir hatten auf Deutsch gesagt nur Frust und es war relativ schnell klar, das kann nicht die Lösung sein, mit der wir glücklich werden. Dazu kam noch unser erstes Setup, war auf einer SLES 10 SP2. Auch da nochmal ein Hinweis an Sie, wenn Sie sich mit sowas auseinandersetzen, machen Sie wirklich ein Proof of Concept. Viele kennen sich gut im Unix- oder Linux-Umfeld aus, haben aber noch keine Cluster-Suiten aufgesetzt. Das ist was anderes wie Microsoft Cluster Services. Überlegen Sie sich das ganz genau, testen Sie das in Ruhe, gucken sich verschiedene Lösungen an. Es gibt verschiedene Implementierungen. Wir arbeiten jetzt mit der SLES 11, die hat zumindest, was das HA-Extension angeht, keine großen Probleme mehr. Aber es gibt auch andere Lösungen, muss man fairerweise sagen, die vielleicht geschmeidiger sind. Wir selber gucken gerade ein bisschen nach Red Hat, weil wir nicht wissen, ob wir bei der SLES-Implementierung bleiben sollen. In diesem Design hatten wir noch geplant, diesen grafischen NACVIS-Bereich standortübergreifend zu sinken. Das ist mit NACVIS nicht ganz einfach. Auch das hatten wir nie bis zum wirklichen, sage ich mal, Ready-to-Market implementiert. Wir hätten dazu viel skriptieren müssen, auch das wurde nicht umgesetzt. Dazu kam, dass wir im Cluster-Setup einfach versucht haben, zu viele Ressourcen als Cluster-Ressourcen zu definieren mit entsprechenden Abhängigkeiten. Viel zu kompliziert. Sagen Sie sich wirklich, nehmen Sie sich da drei entsprechende Ressourcen raus, versuchen Sie nicht 100 Router anzupingen. Alles, da gibt es nur Probleme in diesen ganzen Abhängigkeiten. Der Cluster macht im Zweifelsfall nicht das, was Sie tun wollen. Überlegen Sie sich zwei, drei vernünftige Ressourcen, die wirklich eine Aussage darüber treffen können. Läuft Ihr Systemdesign noch oder läuft es nicht mehr? Und dann wird ein entsprechender Schwenk eingeleitet. Aber wirklich vorher bauen, pilotieren, sich auch die Zeit nehmen, ganz wichtig. Ich kenne das ja selber, naja, ich gehe abends nach Hause, logge mich nochmal ein, VPN, ich setze mal schnell ein Cluster auf. Machen Sie es nicht, wird nicht funktionieren. Ja. Wir haben zurzeit 1200 Hosts, das heißt, es ist relativ klein. Wichtig bei uns ist im Grunde genommen, wir haben eine extrem hohe Individualität. Wir haben eben überhaupt keinen Standard. Alles wird in der Regel von Hand aufgesetzt. Noch nicht mal diese eingangs erwähnten Systemverbünde. Wenn ich sage, wir haben 40 Server im Video Production Management System, dann gibt es da drei gleiche. Also es gibt unheimlich viele Rollen. Wir installieren in der Regel von Hand. Wir haben im Serverbereich nur ein ganz kleines, wenig ausgeprägtes Software-Deployment. Das bedeutet hier ein sehr hoher manueller Installations- und Konfigurationsaufwand und auch ein sehr hoher Aufwand, was es nachher heißt, wirklich Checks zu bauen, die da aussagefähig sind. Wir arbeiten zurzeit mit der Version 1.3. Wir haben zwar ein Stage, den benutzen wir aber nur in Ausnahmefällen, wenn wir noch gar nicht wissen, was wir machen wollen. Wir sind dazu übergegangen, parallel zu installieren. Das heißt, wir machen einfach ein paralleles Installationsverzeichnis auf, patchen dort unsere eigene Entwicklung rein und testen das dann intensiv einfach über eine neue URL. Und wenn wir der Meinung sind, jupp, das geht, dann stellen wir einfach um, wir nennen die Verzeichnisse um, biegen die Links um und fahren einfach so weiter. Hat sich bis jetzt seit der letzten Version, denke ich, ganz gut bewährt und da sehen wir zurzeit auch keinen Anlass, das zu ändern. Versionen sind klar, wir benutzen den BPV, wir benutzen halt das PNP in der jetzigen Version. Wichtig hier nochmal, wir hatten extremste Performance-Probleme jetzt beim Testen. Wir haben daraufhin hier den Bytecode-Cache eingebaut und aktiviert. Der bringt wirklich etwas, der bringt nicht nur was fürs Isinga Web, sondern auch für die Kollegen, die darüber nachdenken, die EventDB zu benutzen.
auf Basis MySQL, das war ansonsten nicht tragbar. Ja, wir propagieren das System, wir kommunizieren das, wir sagen ja zu 120 Leuten, ihr müsst damit arbeiten. Und wenn ich dann jedes Mal eine Tasse Kaffee trinken muss, wenn ich ein View oder einen Filter generiere, das geht einfach nicht. Das heißt, das muss wirklich benutzbar sein. Und das war es ansonsten nicht mehr. Denn dort, durch das passive Handling von vielen Traps, kommen natürlich in kürzester Zeit selbst bei einer intensiven Datenpflege Millionen Datensätze rein. So, wie schon gehört, das erste Setup war mal eher so 4 bis 5. Von dem haben wir uns dann verabschiedet. Für die, die es interessiert, wir fahren das auf einer klassischen Mittelwehr. Wir fahren das auf, in Berlin fahren wir das auf i386 Suns in 6000er Chassis und in Bonn auf ganz normalen HP-DLs mit Range-Server. Das reicht unseres Erachtens auch für unseren Zweck aus. Wir werden, da wir noch eine tiefere Durchdringung kriegen, vielleicht irgendwann mal bei 15.000 bis 20.000 Checks landen. Aber auch das werden diese Maschinen, so wie es heute aussieht, ohne Probleme schaffen. Wir haben, wie gesagt, uns hier ein bisschen reduziert. Man sieht es hier, Clusterdienste sind nur noch, im Grunde genommen sind nur noch 4 Dienste. Den Linksdaemon gucken wir uns dann einfach nochmal an. Die anderen Dienste laufen einfach parallel mit. Die tun nicht weh, die sind halt beim Schwenk schon mal da, fressen da kein Brot. Führt auch dazu, dass das einfach stabiler funktioniert, das ganze System. Wir sinken natürlich sowohl über eine MySQL Master-Master-Replikation als auch über eine Replikation im DRBD. Alle wichtigen Komponenten liegen als Link im DRBD. Das ist klar, da gibt es auch verschiedene Setups. Es gibt Kollegen, die sagen, nein, ich habe das lieber lokal. Wir haben alle wichtigen Einzelkomponenten ins DRBD verlinkt und haben damit jetzt auch im Grunde genommen stabiles Design erreicht. Wir hatten, glaube ich, Herr Gelf, einmal ein Problem mit dem Counter, dass der Cluster da nicht mehr hochgekommen ist. Auch das muss man sich genau angucken. Wie setzt man die Counter zurück in Linux-Clustern? Das ist so eine Constraints, das ist so ein Thema für sich. Das heißt, gerade die Kollegen, die auch aus der Windows-Welt kommen, macht euch das schlau, lest da einfach nochmal ein bisschen nach, wie das funktioniert. Da muss man nämlich einiges bedenken, was in Windows überhaupt keine Rolle spielt, weil die Ansätze dort ganz anders sind oder weil man mit einem höheren Risiko den Benutzer mehr abnehmen möchte. Auch das ist ja eine Sichtweise. Aber das muss man einfach wissen. Das Design läuft soweit sehr stabil. Wir haben das jetzt seit circa 1,5 Jahren im Einsatz. Wir benutzen, wie man hier auf dem Datenbankserver sieht, lconf. Die lconf-Instanz, die wird auch über den Open LDAP-Server repliziert. Auch hier nochmal eine Ausfallsicherheit, und zwar replizieren dort die beiden Datenbankserver der beiden Standorte. Und ich kann das Deployment von jedem Standort aus anwerfen. Das heißt, fällt mein Server aus, bin ich immer noch in der Lage, meine Config anzupassen und auf dem ordnungsgemäßen Wege zu deployen. Das heißt, ich muss dann nicht anfangen, in den Config-Dateien rum zu editieren, sondern ich habe immer noch einen Weg, hier die Config rauszudrücken. Backup geht im Grunde genommen auch über den Datenbankserver, und zwar wird das DADB komplett gesynkt. Das heißt, wir haben hier eine Rotation eingebaut, wir sinken 6 Tage lang und wir können das dann eben auch entsprechend auf Tagesbasis zurücksinken, beziehungsweise ab dem 7. Tag dann im Tivoli und können dann entsprechend in Regeln im Tivoli bei dem Full Restore die Daten von dort zurückholen. Das gleiche gilt für die MySQL-Datenbanken. Wir haben auf dem Datenbankserver zu dem 0.2er noch einen Slave eingerichtet. Dort werden nochmal die Datenbanken entsprechend repliziert und wir dumpen die dort. Und wir replizieren sie eben auch dahin, weil dort auch der Jasper-Server läuft, damit wir den Jasper-Server nicht auf der aktiven Node haben. Da gibt es zurzeit keinen aktuellen Handlungsbedarf. Wir sind somit zufrieden. Einer der Kollegen aus dem Team, aus dem Rechenzentrum Bonn, guckt sich, wie gesagt, nochmal hier Red Hat an, ob wir da zukünftig strategisch vielleicht nochmal umsatteln werden. Im Grunde genommen können wir aber sagen, das ist up and running, damit sind wir erstmal zufrieden. Jetzt habe ich einfach nochmal so 2 Bildchen mitgebracht, damit man sich ungefähr überlegen kann, wie sieht sowas aus. Links ist ein Lynx-System. Das sind kaskadierte Bussysteme, da passen immer 8 Karten rein mit einer Masterkarte, die kann man beliebig oder fast beliebig hinter untereinander hängen. Das ist genau das Problem, die Masterkarte ist ein Host, die anderen Karten nicht. Intern kommuniziert dieses System im proprietären Protokoll, an das wir nicht drankommen. Das heißt, das zeige ich gleich nochmal, man muss sich eben irgendwas überlegen, wie kann ich denn dann überhaupt eine untergeordnete Karte ansprechen, wo ist denn die überhaupt, wie finde ich denn die? Denn ich sage das mal so, irgendwo sitzt jemand, ist der IVD oder ein Regisseur oder in der Senderabwicklung sitzt jemand und irgendwas wird schwarz. Dann ist vielleicht irgendein Eingangs-Ausgangssignal ausgefallen auf einer dieser Karten. Dann muss er erstmal wissen, wo muss ich denn überhaupt hingehen. Er muss sofort wissen, zu welchem Schrank er rennen muss, welche Karte nicht mehr tut, weil es kein eigener Host ist. Bei den Multiviewern sieht es ähnlich aus, sind auch Rack-Mounted-Systeme.
und die dann tatsächlich, wie der Name so schön so sagt, kann von 4 bis in den 20ern, irgendwann ist es natürlich dann nicht mehr sinnvoll, verschiedene Kanäle abbilden, die hier visuell kontrolliert werden. Das heißt, da sitzen wirklich Kollegen davor 24 Stunden lang und gucken Schwarzbild oder Sendung. Also für Fans, die viel Fernsehen gucken wollen, dann könnt ihr euch bei uns bewerben, da habt ihr genug zu tun. Vielleicht da nochmal Werbung in einer Sache. Also wenn jemand wirklich überlegt oder auch gerne in Berlin arbeitet oder Kollegen sucht, das Rechenzentrum Berlin sucht gerade wieder Verstärkung. Das heißt, wenn jemand in Erwägung zieht, ist auch, glaube ich, in den einschlägigen Medien veröffentlicht worden, dort arbeiten 5 Kollegen und dort soll mal wieder das Team verstärkt werden. Ist eben, sage ich mal, durchaus interessant, weil das Umfeld extremst heterogen ist. Das muss man schon sagen. In mittelständischen Umgebungen in der Regel nicht so verbreitet. Allein schon, was die RZ-Core-Technologie angeht. Also wir haben so ziemlich alles an Technik, auch alles an High-End-Technologie im Haus, das es überhaupt am Markt gibt. Hier einfach mal so 2 Ausschnitte aus dem Treppgeschehen. Man sieht hier in blau markiert, dass eben die einzelnen Karten hier entsprechend nochmal so einen Chiffre-Code haben, der sagt, okay, in welchem Stack, in welchem Frame sitze ich überhaupt. Das heißt, wir können die sowieso nicht aktiv ansprechen. Wir müssen uns eben eine Logik überlegen, wie können wir die passiv abgreifen, wie können wir sie zuordnen, wie können wir sie auswerten. Auch noch ganz wichtig, da kommen natürlich tausende Meldungen rein, die kann kein Mensch abarbeiten oder acknowledgen, weil ein sehr hoher Prozentsatz von diesen Meldungen haben eine Error-OK-Meldung. Das heißt, das System muss definitiv in der Lage sein, diese Pärchen zuzuordnen. Es muss also wissen, in einer bestimmten Zeit kommt ein OK und das Acknowledge kommt damit auch. Sonst kann man damit einfach nicht arbeiten. Ja, so intensiv kann keiner eine Datenbank kontrollieren und kann versuchen, diese ganzen Meldungen in irgendeiner Form auseinanderzuhalten. So, wie machen wir das Ganze? Ich zeige gleich nochmal ein bisschen größeres Bild. Wir haben im Grunde genommen, wenn ich mir so einen Check angucke, muss ich eben sehen können, hier liegt ein SDI-Signal drauf, so eine Linkskarte kann von 1 auf 8 oder von 2 auf 4 Kanäle im Prinzip verteilen. Und im Grunde genommen muss ich die Kanäle einzeln abgreifen können. Und ich muss mir überlegen können, wie binde ich die Karte ein. Das sehen wir hier im L-Conf. Ich habe jetzt hier nochmal ein Bildchen gemacht. Das können wir dynamisch gestalten. Das heißt, ich lege die Masterkarte als Host an und kann dann entscheiden, wie viel dieser Kaskade möchte ich dort als Passivcheck anlegen. Lege ich nur die oberste Ebene an, die hier heißt C, alle Events, laufen tatsächlich alle Events zu diesem Device, egal wie tief es kaskadiert ist, dorthin in einen Check rein. Ist das nicht spezifisch genug? Lege ich sozusagen weitere Ebenen an, die dann nicht mehr dort, sondern in den tieferen Ebenen angezeigt werden. Das heißt, ich kann bestimmte Meldungen, die dann zu einzelnen Karten und 6 Frames auflaufen, einfach nochmal trennen. Ganz wichtig, weil wieder der Verwendungszweck und die Kartentypen völlig unterschiedlich sein können, dass ich hier entsprechend nochmal sagen kann, okay, die und die Karten in dem Frame sind so beschaltet, das muss ich genau wissen, ich muss das dort trennen können. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben zusammen mit dem Herrn Gelf einen Daemon entwickelt, der liest diese L-Konfiguration, die wir exportiert haben, sieht also, welche Hosts mit welchen, sage ich mal, Unterorganisationseinheiten habe ich da angelegt. Über die Vendor-ID erhält er alle Traps. Herr Gelf, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ja, ich denke, ich habe so einigermaßen verstanden, wie es funktioniert. Hat mir nochmal den Source-Code gestern Abend schnell angeguckt, dachte, oh, da ist da doch einiges zusammengekommen. Er verarbeitet dann die entsprechenden Traps und schreibt die direkt in die Nagios-Queue. Und das alles außerhalb von Nagios und außerhalb der Event-DB ist ganz wichtig. Da kommen eben so viele Messages zusammen. Wir sehen das auch später nochmal in einem Mail-Beispiel. Die werden außerhalb des Core-Systems schon verarbeitet. Das heißt, dort werden die ausgewertet, gefiltert und entsprechend auch, wenn es notwendig ist, verworfen. Ja. Das ist jetzt ein kleiner Diebstahl von der NetBase-Seite. Das heißt, das ist im Grunde genommen die Kernfunktion der MySQL-DB, der Event-DB, wie wir sie nennen. Das heißt, bei richtiger Konfiguration, keine Frage, Syslog, Traps, Microsoft Event-Logs als Syslog-Einträge, alles kann ich da schön reinpumpen. Was wir jetzt zusätzlich noch machen, wir haben ein sehr, sehr großes Anwendungssystem, das verschickt in einer Minute ungefähr 300 Mails. Und die wollen wir auch ganz gerne nochmal da reinkriegen. Das, was es bis jetzt als Mail-Komponente gibt oder als Add-on gibt, ist nicht flexibel genug. Auch hier bauen wir gerade einen eigenen Daemon, der im Grunde genommen Mails entsprechend verarbeiten kann, damit sie dann nachher hier erscheinen. Ich habe das extra nochmal mit aufgenommen, weil ich nicht weiß, ob jeder das kennt. Das heißt, wenn man sich darüber Gedanken macht, will ich so eine Komponente anbinden, brauche ich so eine Datenbank? Die war in den Isinga-Kindertagen nicht benutzbar, definitiv nicht.
dann ist hier das Frontend entsprechend oder der Cronk dergestalt überarbeitet worden, dass man damit überhaupt mal arbeiten kann. Das kann man jetzt auch gut, je nachdem, welchen Typ von Kunde man darstellt. Alle Meldungen gehen rein, die ist vor allen Dingen schnell genug geworden. Die Suchen sind schnell, ich kann hier entsprechend schnell filtern, ich kann manuelle Filter setzen, ich kann acknowledgen, ich kann Massenbearbeitung machen. Also hier kann man an dieser Stelle ganz klar sagen, das Ding funktioniert, es ist einsetzbar. Es hat zwar noch, sage ich mal, sicherlich Optimierungspotenziale, darüber werden wir auch nochmal sprechen, aber im Grunde genommen sagen wir, damit kann jetzt jeder erstmal loslegen und arbeiten. Wichtig ist im Grunde genommen auch hier, das mag immer so klingen, als sähe es zu bunt aus, für viele Kollegen, die damit arbeiten, ist sowas wichtig. Die wollen das schnell sehen können, die wollen schnell alle Dinge acknowledgen können, das muss einfach ein Tool sein, das muss locker von der Hand gehen. Es muss schnell sein, weil da Millionen Einträge drin sind. Dann sagen die, gut, ich weiß ja gar nicht, wann ihr meint, das war in der alten Lösung so, im Portal war das teilweise auch so, du sitzt davor und du siehst nichts. Du weißt noch nicht mehr, was überhaupt im Hintergrund passiert, geht alles nicht. Das heißt, hier kommt eine entsprechende Statusanzeige, und aber im Grunde genommen die Suchen, die werden hier doch schon entsprechend erquicklich schnell ausgeführt. So, wie funktioniert bei uns der Teil dieses Mail-Agents oder sage ich mal dieses Mail-Parsers oder dieses Mail-Demons? Wir routen das über eine Subdomain, wir sagen, okay, der und der Adressat füllt nach einer Event-DB die Programmspalte, damit wir wissen, wo kommt's her. Wir haben damit noch ein Problem, wir routen das über unser Node-System, das heißt, Node steht auch noch mit im Frontend drin, das ist ein bisschen schwieriger bei der Zerlegung, aber im Grunde genommen findet dann eine relativ intensive Bearbeitung statt, sodass wir dann da nachher in der Lage sind, A, Mails, die wir gar nicht haben wollen, mal grundsätzlich zu verwerfen, die hauen wir gleich weg, und die entsprechend so zu zerlegen, dass wir die Felder der Event-DB entsprechend füllen können. Ich weiß nicht, Herr Gelf, haben Sie schon im Git eingestellt? Ich bin da jetzt nicht informiert, noch nicht. Gut, sollte aber nachher eigentlich eine Komponente sein, die als Standard mit dabei ist für Menschen, die auch viel mit E-Mails arbeiten müssen und das nicht über SNMP oder über Active Monitoring in irgendeiner Form abdecken können. Was wir noch zusätzlich machen ist, wir machen damit noch Job Control. Wir haben viele Mechanismen eingebaut, die E-Mails verschicken und keine SNMP-Traps verschicken, sodass im Prinzip die Admins, die dann morgens zum Dienst kommen, sofort sehen können, okay, irgendwo was rot aus irgendeinem nächtlichen Job oder ist das alles im grünen Bereich. Um da möglichst granular reinzugehen, wird es sogenannte Hooks geben. Hooks sollen abhängig von beliebigen Filtern im Grunde genommen nochmal ein gewisses Handling dieser Mails, dieser Texte, dieser Strings erlauben. Das heißt, es ist nochmal eine Erweiterung, damit ich dediziert nochmal aufsetzen kann und kann sagen, hier gibt es eine Regel, hier kommt, das ist die und die Mail, ich muss damit das und das tun, damit man sie letztlich der Event-DB und den entsprechenden Feldern so zuordnen kann, dass die Event-DB ordnungsgemäß befüllt wird. Die Hooks können dann eben Nachrichten ausfiltern, das heißt, sie können sie natürlich dann auch entsprechend in jeder Form weiterverarbeiten und sie werden dann später mal Teil eines Daemons sein, der dann auch wieder im Cluster läuft und diese ganze Bearbeitung außerhalb der Event-DB oder des Nagios Cores macht. Erst dann, wenn im Grunde genommen die Datenaufbereitung stattgefunden hat, wird die Event-DB befüllt. So, können wir einfach nochmal zu unseren Anforderungen als User, als Kunde. Wichtig für uns, das ist auch gestern schon in zwei, drei Vorträgen zur Sprache gekommen, wir haben eine völlige Durchmischung der internen Kunden. Für viele Rechenzentrumsmitarbeiter ist das überhaupt keine Frage, die machen einfach alles alleine, da gibt es keine Kollegen in irgendwelchen Fachabteilungen, über die sich einen Kopf machen müssen. Was machen die? Die benutzen ja in der Regel zum Beispiel die Classic UI. Die brauchen das Isinger Web meiner Meinung nach gar nicht. Viele Kollegen bei uns benutzen das auch überhaupt nicht. Die sagen, was soll das? Das ist mir zu langsam. Da muss ich hier erstmal meine Cronks konfigurieren. Das will ich einfach nicht. Das normale CGI mit den PHP-Funktionen, die da jetzt reingekommen sind, das reicht mir aus. Das reicht uns definitiv nicht aus. Es gibt zwar ein paar Tricks, wie man die klassische Oberfläche verbiegen kann, wie man da im Grunde nochmal sowas wie Kundensichten reinbringen kann, das ist aber alles viel zu komplex, das ist vor allen Dingen, man kann das keinem Kunden verkaufen, das ist ja auch noch immer ein wichtiger Aspekt. Wir wollen ja als Projekt einen Erfolg haben, indem die Kollegen nachher sagen, ja, das hilft mir wirklich in meiner täglichen Arbeit weiter, ich kann damit arbeiten, ich kann da Sichten, Cronks generieren, ich kann hier auch speichern, ich kann das individualisieren. All das kann natürlich die klassische Web-Oberfläche mal nicht. Ja, das heißt im Grunde genommen, unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Einsatzbereichen, mit unterschiedlichen Ausbildungen. Das heißt, das Ding muss im Grunde genommen ergonomisch, intuitiv zu bedienen sein. Das ist ganz wichtig. Und für den Admin, auch das ist sicherlich noch ein To-Do, die Ausrichtung von Isinger Web.
Man sieht, das ist gerade so eine Findungsphase, da kann man wirklich nochmal richtig ausmisten, da ist viel zu viel drin, das ist alles noch viel zu kompliziert, das Patchen ist nicht gerade ein Spaß. Das heißt, alles, was mit Release-Pflege zu tun hat, mit Rollout-Adaption und Update-Mechanismen, muss sicherlich verbessert werden. Zurzeit ist dieser Aufwand noch zu hoch, im Grunde genommen jeweils auf eine neue Version zu springen. Wir müssen da zu viel Zeit investieren. Im Moment machen wir das noch, weil wir das wussten vorher, aber wir sagen, das wird dauerhaft nicht so bleiben können. Das heißt, hier die Modularität und die saubere Abgrenzung muss da besser implementiert werden und das ganze Ding muss mal richtig nochmal entrümpelt werden. Ob man generell einen neuen Ansatz wählt, das ist uns als Kunde gar nicht mal so wichtig. Es muss lebbar sein. Ob jetzt jemand sich irgendwann mal durchsetzt und sagt, ich möchte dieses Framework überhaupt nicht mehr haben, das ist für uns eher sekundär. Es muss halt dabei bleiben, es muss schnell ergonomisch sein und es muss für den Admin lebbar sein. Wenn man einen Tag, zwei Tage für so ein Update braucht, ist okay, aber wenn ich dann mit dem Dienstleister wieder zwei Wochen frickeln muss, dann ist das irgendwann nicht mehr okay. Weil dann hat man natürlich auch wieder das Problem, ich muss immer wieder die Dienstleistung einkaufen. Wir sind jemand, der nach VEL beschaffen muss, das heißt, wir müssen ausschreiben. Auch das ist ja immer ein wichtiges Thema bei öffentlichen Bedarfsträgern. Ich kann nicht einfach anrufen, kann sagen, komm mal drei Tage vorbei. Wenn ich einfach keinen Vertrag mehr habe, dann geht erstmal die Beschaffungsorgie los. Und das kann ich natürlich jetzt, sage ich mal, im Rahmen der jährlichen Pflege so gar nicht abbilden. Gestern haben wir von dem Herrn Berg gehört, was mich sehr gefreut hat, dass man im Grunde genommen, gerade was unsere Anforderungen angeht, jetzt mit der 1.5.2 oder aber auch mit der 1.6 nochmal einen großen Schritt macht. Nämlich, dass man sagt, okay, ich kann hier eine selektive Zuordnung machen. Was wir bis jetzt, oder was die Bonner Kollegen bis jetzt gemacht haben, die haben einen Host angelegt mit den klassischen Hardware-Checks und haben quasi den gleichen Host nochmal als Dummy-Host angelegt und haben dort in einem anderen Kundenkreis die Anwendung gegeben. Das ist natürlich entsprechender Mehraufwand. Das heißt, was ich haben will, ist ein vernünftiges Rollenkonzept, wo ich dynamisch sämtliche Checks und auch die Alarmierung, die da dran hängt, verteilen kann. Das konnten wir bisher so mal eben nicht. Das war sehr viel Aufwand. Und wenn das jetzt kommt, ich weiß nicht, wer gestern von euch in dem Vortrag war, auch diese Admin-Seite hat sich natürlich entsprechend geändert. Jetzt ist es eben möglich, zum Beispiel in Kombination von Hostgruppen und Custom-Wars sowas durchzuführen. Das heißt, ich überlege mir einmal ein schönes Schema, verteile das dann auf meine User-Gruppen und setze es und ich bin fein raus. Das ging eben früher so auch nicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn ich Ihnen sagen will, die kriegen die Hardware, die kriegen aber auch nur wieder den Blick in die Hardware, die kriegen das vom Netzwerk und. Und auch, das ist ja immer wieder die Diskussion unter den einzelnen Fachteams, will ich denn sehen, wenn ein Router nicht geht oder will ich das überhaupt nicht sehen? Auch diese Abgrenzungen sind ja immer wieder heiß diskutiert. Bei uns ist es so, dass wir andersrum argumentieren, ich möchte sehen, dass das System, für das ich zuständig bin, nicht die Fehlerursache ist. Ja, also muss ich natürlich in irgendeiner BPV irgendwelche Informationen kriegen, um zu sehen, okay, meine Systeme sind sauber, wenn das Telefon klingelt, kann ich sagen, ruf meinen Kollegen an. Ja. Wichtig ist auch noch, ist der BPV-Com selber. Wie gesagt, das ist ja jetzt eine Parallelentwicklung von dem Bernd Strössenreuter, ist soweit auch in Ordnung, funktioniert auch alles ganz wunderbar. Nur, was passiert jetzt, wenn verschiedene Teams daran arbeiten? Man sieht dann, der wird wirklich rot, der alarmiert dann auch sehr schön, alles wunderbar. Aber er kann dort, wenn er nämlich keinen Zugriff auf ein anderes System hat, den Bearbeitungszustand nicht sehen. Das ist in so einer verteilten Umgebung eine zwingende Voraussetzung. Das heißt, wenn ich wirklich einen Host in eine Downtime nehme oder ich acknowledge irgendeinen Vorgang, dann muss der das dort sehen können, weil der muss sehen können, aha, da sind andere Kollegen, die arbeiten da dran oder so, es muss ein Kommentarfeld geben oder whatever. Es muss irgendwas geben, sodass jemand, der zum Beispiel im Betrieb nur monitort und nur eskaliert und nur weitergibt, sieht, da ist ein Fachteam dran bei einem Problem und bearbeitet das bereits. Das ist in der Form, wie er momentan implementiert ist, nicht möglich. Was auch noch ganz wichtig ist, wir benutzen den Business Process View Editor nicht. Der ist uns zu langsam, der ist uns zu unflexibel. Das heißt, wenn wirklich der Admin damit arbeiten können soll, muss sich auch da nochmal einiges ändern. Weil im Grunde genommen, wir können jetzt zumindest schon mal mehrere Business Prozesse gleichzeitig anlegen. Das ging früher nicht. Wir können die auch verschiedenen Kunden zuweisen. Auch das ist immerhin schon mal ein Fortschritt. Aber gerade das Thema Massenbearbeitung, Suchen, Untersetzen, bestimmte Dinge durchführen, da bin ich im BI schneller als mit dem Ding. Also wenn ich will, dass es wirklich ein Admin benutzt, dann muss es auch so benutzbar sein oder ich kann es mir schenken. Das ist einfach so. Also wenn ich dann nicht einen bestimmten Qualitätsstandard erreiche, dann sage ich mal, brauche ich zumindest nicht mit dem Fokus, ich will, dass meine Admins damit arbeiten, einzuführen. Dann kann ich mir das erstmal schenken. Ja, ich habe es gerade schon mal angeschnitten, im BPV für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir eben die dezentrale Betriebsüberwachung haben. Das heißt, ich muss zumindest sowas wie Acknowledgements und Downtimes of Host und Services sehen. Das heißt, wenn ich an einem Problem arbeite, ich
machen Acknowledgement, das muss quasi in den BPV hinein in irgendeiner Form vererbbar sein, damit jemand, der in der Betriebszentrale Nachtdienst hat, auch sieht, da arbeitet jemand dran. Wenn zum Beispiel gar nicht klar ist, wer hat wo das Problem und es kommt zum Beispiel kein telefonischer Kontakt zustande. Dann haben wir das Problem Host and Action URL. Wir haben das jetzt als Patch schon mal aufgenommen. Das wird auch kommen, im nächsten Release. Genau die Kollegen, die betrieblich verantwortlich sind, die zum Beispiel nachts entscheiden müssen, kann ich ein Problem selber fixen oder rufe ich die Rufbereitschaft an, die kriegen von uns einen Leitfaden. Ja gut, dann muss der Leitfaden natürlich als Link an dem Problem irgendwo dranhängen. Die können den ja nicht suchen. Das heißt, ich brauche da einen echten Link in unser Wiki. Da muss dann drinstehen, okay, der Fehler, du machst jetzt das und das, alles durchprobiert, ruf die Rufbereitschaft an, wenn es nicht geht. Und solche Sachen muss einfach rein, damit eben auch die Zielgruppe, die nachts den Betrieb bei uns macht, damit arbeiten kann. SNMP ist weiterhin für uns ein Thema. Es gibt natürlich spezialisiertere Lösungen, die können einige Dinge im SNMP-Passivmonitoring-Umfeld besser. Das ist aber nicht unser primärer Anspruch zu sagen, du musst in Summe so gut sein wie alle Systeme zusammen. Das ist natürlich nicht abbildbar, das ist nicht machbar. Wir selber werden sicherlich nochmal einen Workshop machen, um zu sehen, okay, es gibt sowas wie Netmon, was können andere Tools, was jetzt die EventDB oder dieses Setup noch nicht kann, was brauchen wir nochmal, um sukzessive in den zukünftigen Releases da einfach nochmal Optimierungspotenziale überhaupt erstmal genau zu entdecken, zu spezifizieren und dann dort umsetzen zu lassen. Ja, und dann natürlich die Update-Installationsroutine, das habe ich schon angemerkt. Im Moment nehmen wir immer noch die Hilfe von NetBase im Prinzip dazu. Das heißt, wir bereiten das vor, wir testen das, umstellen ist dann eher der kleinere Arbeitsaufwand. Und dennoch muss man sagen, insgesamt, denke man mal so ab der Version 1.7, sollte das so perfektioniert sein, dass dieser Aufwand doch spürbar geringer werden kann. Ja, noch was ganz Wichtiges. Jetzt verteilen wir natürlich an ganz viele Benutzer das Ising'er Web Hilfe. Ja, man denkt ja immer, der Admin, der weiß da sowieso alles, wir arbeiten schon seit 3 Jahren mit dem System. Keine Hilfetexte oder fast keine Hilfetexte. Das, was drinsteht für normale Enduser, die in der Verwaltung arbeiten und ein Chefredakteur, der seine Kernsysteme sehen will, nicht brauchbar. Ja, das sind so die lästigen Pflichtaufgaben, wo man sagen muss, okay, an einigen Punkten muss ein vernünftiger Hilfetext hinterlegt werden. Zum Beispiel bei der Spaltenkonfiguration, teilweise Hilfetexte da, teilweise nicht da. Muss eben durchgängig entsprechend versorgt werden. Wer das Menü User Preferences kennt, weiß, wovon ich spreche, versteht kein Mensch. Versteht noch nicht mal ein Admin, was da für Punkte genannt sind, mit welchen Werten. Ja, also entweder muss man das ganze Menü überarbeiten oder es muss raus. Ja, man muss es mit irgendwelchen Default-Werten belegen oder man muss es vorher über ein Template rausdrücken können, sodass der User mit diesem Menü überhaupt nicht mehr konfrontiert ist. Das sind so kleine Sachen, die aber wiederum in Summe bei Menschen, die sich kritisch mit solchen Systemen auseinandersetzen, dann immer wieder die Fragen aufwerfen, ja, was ist jetzt hiermit, was ist jetzt damit? Und das kennt auch jeder. Es gibt so ein paar Kunden, nenne ich sie mal freundlich, die rufen dann eben am Tag 5-mal an, was ist hier, was ist hier, was ist hier? Und wenn die an den richtigen Stellen sitzen und dann entsprechend soufflieren, dann kann das ein Problem werden. Wir denken immer, das ist einer, der regt sich auf. Das kann richtig schwierig werden. Und das zu beheben, ist in der Regel überhaupt nicht viel Aufwand. Einfach mal überlegen, wie denkt denn jemand, wie arbeitet jemand, der mit dieser Technik selber sich überhaupt nicht auseinandersetzen will. Das heißt, ein paar Manntage Arbeit investieren, man hat das ganze Zeug vom Hals. Ja, und dann noch so Sachen, so Qualitätssicherung, Übersetzungsfehler. Ich lege mir einen Cronk an, will den löschen, da steht da Delete User. Boah, jetzt gebe ich natürlich dem User das Recht, du kannst das alles selber machen, da steht da Delete User. Was macht er denn jetzt? Drückt er da drauf oder drückt er da jetzt nicht drauf? Aber solche Sachen sind einfach wichtig, um im Grunde genommen eine gewisse Akzeptanz zu erreichen. Es ist nicht viel. Ja? Es ist im Grunde genommen ein Wort im Übersetzungstext, das falsch ist. Und sowas sollte einfach nicht passieren. Da muss man sagen, okay, aber ich sage immer, wir sind ja in so einem Entwicklungsstadium, das muss akzeptiert werden, aber man muss auch darüber kommunizieren können, man muss das Feedback geben dürfen und sowas muss natürlich schnell abgestellt werden. Das ist ganz klar. Ja? So, ich bin für meinen Teil durch. So dass Sie dann hoffentlich noch genug Zeit haben für einen großen langen Kaffee. Ja, fragen Sie bitte. Mich interessiert mal die Übergangsphase von. Sie haben ja mit Nagios 3.0 halt angefangen zu Ising'er. Also wie lange die Migration gedauert hat, beziehungsweise die Entscheidung halt. Also einfach dieser Projektstatus, ne? Migration, Ising'er. Wir haben uns damals im Prinzip das frühe Ising'er Web zeigen lassen, weil wir gesagt haben, okay, wir machen den Umstieg davon abhängig, denn die Administratoren hätten diesen Umstieg nicht gebraucht. Wenngleich ich ganz klar sagen muss, auch das ist gestern zur Sprache gekommen, das ist im Prinzip das Problem Maintaining vom Nagios geht, da sind immer noch ein paar ganz ärgerliche Bugs drin, die können einem echt zum Wahnsinn treiben im Core, die müssen da einfach raus.
Da sind so ein paar Sachen drin, die funktionieren einfach immer nicht und die sorgen immer wieder für Verstimmung. Auch das hat dazu beigetragen, zu sagen, okay, wir vertrauen darauf, dass jetzt im Grunde genommen durch diesen Fork auch diese Probleme im Isinga Core schneller behoben sind, und sie wurden meines Erachtens jetzt auch fast alle relevanten mittlerweile behoben. Da ist nichts mehr, was im Betrieb stört im Core, und das Isinga Web ist definitiv einsetzbar. Natürlich gibt es noch andere Lösungen. Es gibt ja seit Jahren Versuche, hier entsprechende GUI zu bauen, aber die haben uns auch alle angeguckt und keiner hat uns überzeugt zu sagen, wir können die unternehmensweit so ausrollen, dass wir wissen, wir können ein paar Jahre damit arbeiten. Also ich denke mal, der Abschnitt, den haben wir relativ schnell, da haben wir 2 Wochen gebraucht, um uns zu entscheiden. Und dann haben wir irgendwann einfach mal umgestellt. Dadurch, dass wir ja schon das Cluster-Setup hatten, waren eben die Downtimes auch verträglich. Wir mussten ja die Clients nicht anpassen, von daher ist alles gleich geblieben, sodass wir dann in der Nacht 2-3 Mal Störungen hatten, weil dann doch nicht einer der beiden Cluster-Server dann lief, oder als wir das Cluster dann neu zusammenführen mussten. Ja, aber es war verträglich. Also das waren dann nochmal 4 Wochen vielleicht, mit einigen Aussetzern nachts, wo wir dann eben auch entsprechende Mails bekommen haben. Aber im Grunde genommen ist das alles durchaus planbar. Ja, denn die Server sind so, ich meine, das ist dann eben ein gewisses kleines Restrisiko, aber man muss man den Cluster eben aufbrechen, baut das zweite System auf und schwenkt dann irgendwann um. Ja. Wobei man auch sagen muss, auch das möchte ich nochmal sagen, für Kollegen, die jetzt die IDO benutzen wollen, auch hier deutlichste Verbesserung. Ja, eben auch die Datenbankschnittstelle, was das angeht, was das Ausrollen, was das Installieren angeht, doch nochmal ein deutlicher Fortschritt zum Nagios. Wenn man als Neuling damit anfängt, guckt, welche Schnittstelle kann ich überhaupt nehmen, wo kann ich das ganze Zeug hinschreiben, und fängt zum ersten Mal an zu kompilieren, dann gibt es da noch so ein paar Schmackkatzen auf Schles, was die Bibliotheken angeht. Wenn man das nicht wirklich alles weiß, es gab ja früher auch keine entsprechend umfassende Doku, kann man sich da durchaus ein paar Nächte mit um die Ohren schlagen. Noch eine Frage? Ja, sonst vielen Dank für den. Ja, bitte. Ja, also wenn Sie mich persönlich fragen, ja. Also ich hatte teilweise irgendwie 3 virtuelle Maschinen mit 10 oder 12 Instanzen im Betrieb nicht. Also wir haben dann gesagt, okay, wir brechen das Cluster auf, wir bauen jetzt eine Isinga-Instanz auf einem dieser Server auf. Im Betrieb haben wir das nicht gemacht. Kann man aber durchaus machen. Auch das ist ein mögliches Szenario, das aufzubauen. Es geht ja genauso. Genauso wie ich mir Versionen parallel installieren kann, kann ich mir natürlich auch einen ganz anderen Fork im Prinzip hier installieren. Funktioniert genauso. Ich kann eine eigene URL definieren, ich kann alles im Prinzip parallel fahren, ich kann einen Teil meiner Systeme parallel checken lassen, um zu gucken, wie funktioniert das. Das geht alles, das ist kein Problem. Also da bin ich hochgradig flexibel. Es gibt auch keine Inkompatibilitäten dann zwischen den Systemen, das geht alles. Moin. Hi. Geht das? Ja, gut. Ja. Wunderbar. Nochmal eine Frage jetzt ganz ab von der Technik. Wie habt ihr das bei euch mit den, sag ich mal, Prozessen realisiert? Wie ich gerade, sag mal, in der Firma, wie ich das so höre, die doch weiter verteilt ist, wo viele reingucken. Wie läuft das bei euch ab, wenn da irgendwie, was sag ich mal, 10 Dinge rot sind, der Chefredakteur kommt rein und sagt, du, ist ja alles rot, ihr müsst mal loslegen. Und dann stehst du ja nicht als Alleiniger da und sagst, bist da verantwortlich, dass alles wieder grün wird. Wie handelt ihr sowas ab? Weil das in der Projekteinführung, finde ich, ist das auch immer eine nicht leichte Angelegenheit. Ja, das ist sicherlich, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben eben angefangen, sage ich mal, zu lernen, indem wir angefangen haben, nur im RZ das zu machen. Um erstmal zu gucken, wie können wir überhaupt damit umgehen. Relativ kleiner Kreis von Menschen, relativ kleiner Kreis von Diensten, die wir eben hier aggregiert haben. Dann haben wir mit den Fachteams gesprochen, um zu gucken, was kann man dann überhaupt zuverlässig so zusammenführen? Welche Logiken gibt es denn da überhaupt? Was macht überhaupt Sinn? Weil man natürlich in der Regel immer erst geneigt ist, zu viel da rein zu definieren, zu viele Abhängigkeiten zu sehen, Riesendefinitionen aufzusetzen. Das hat sich mittlerweile so etabliert. Jedes Team kann sich selber ein oder auch mehrere BPVs beispielsweise bauen. Und das, wie gesagt, das einzige Problem, was wir letztlich haben, ist nicht mehr das Verständnis dafür, weil die Logik im BPV, die ist ja nun wirklich völlig primitiv. Das zeigst du dem Kollegen, der hat das nach 5 Minuten verstanden. Wir haben in jedem Team haben wir Unix-Affine, die setzen sich an die Editor, ratzfatz haben die ihre Sachen da reingekloppt.
Das Problem ist im Grunde genommen dann in so einem Unternehmen die weitere Kommunikation. Nämlich zu sagen, da gibt es jetzt sowas, das ist eine Ansicht auf einen Geschäftsprozess oder auf einen Teil eines großen Geschäftsprozesses, da sind die und die Komponenten dran beteiligt und du kriegst das nur als Hilfestellung und musst jetzt das und das tun. Deshalb, wenn man das eben einführt und da liegt wirklich so ein Kasus Knaxus drin, wie bringt man das anderen Kollegen nahe, es in einer bestimmten Art und Weise zu benutzen. Also die können sich oft, auch unsere Betriebszentrale, die kann sich gar nicht aktiv einbringen, die ist ein Konsument. Das heißt, die Fachteams müssen sich sehr genau überlegen, wie arbeitet jetzt dieser spezielle Konsument, wenn der nachts um zwei alleine da wirklich sitzt und da geht eine rote Lampe an. Das muss eben durchdacht werden. Der selber kann den nicht verändern. Der kriegt den fest, der hat da nur eine Leseberechtigung drauf, der kann da einfach nicht mehr machen. Und das ist wirklich der Knackpunkt für die Akzeptanz von so einem Gesamtsystem. Auch wenn man sich überlegt, Mensch, verlinke ich denn dann zurück? Auch das wurde bei uns vielfach diskutiert. Wenn jetzt ein Fachteam einen Fehler sieht, bis wohin soll es denn zurückkommen? Wie viele Ebenen sollen die sehen? Da muss ich wirklich sagen, macht es so einfach zum Start wie nur möglich. Pilotiert das mit einer entsprechenden Benutzergruppe. Sucht euch die richtigen, also das klassische Vorgehen einfach. Vor allen Dingen Leute, die einem schnell auch mal was madig machen, die sollte man natürlich nicht mit in die erste Gruppe nehmen, sondern Leute, die sachliche, fundierte Kritik auch vernünftig üben können, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Auch das ist wichtig. Und unser Chef, sage ich mal, der denkt und der weiß auch, dass es soweit funktioniert und ist damit erstmal zufrieden. Da ist eher nochmal das wichtigere Thema SLA-Reporting, dass man eben da nochmal sagen muss, auch das werden wir jetzt verstärkt einbinden, das haben wir ja bereits konfiguriert, wir arbeiten mit dem Jasper, das ist ja eher das, was der Chef immer sehen will, welche Verfügbarkeiten, welche Probleme leitest du daraus ab oder welche, sage ich mal, Problemlösungen, der ist nicht an Problemen interessiert, der will sie gelöst haben. Und da ist eher da das Augenmerk drauf zu richten, wirklich die auch nochmal Zeit zu nehmen. Denn diese ganzen Standardberichte, das muss man einfach so sagen, ja, der Administrator kann sich die mal angucken, aber für den Chef ist das alles nicht aussagefähig. Eine Up- oder Downtime von einem Host, die Mitglied im Riesensystemverbund ist, die bringt dem gar nichts. Ja, wenn der nicht weiß, gab es jetzt daraus schlussfolgernd wirklich ein Problem. Eben genau das zu definieren, was der Kollege Erkauch gestern nochmal angesprochen hat. Wie lege ich denn da drin die Dependencies? Was ist dann wirklich aussagefähig für einen politischen Entscheider, der mitentscheiden muss, baue ich irgendwann mal ein komplettes System um, weil ich immer wiederkehrende Fehler oder Unzulänglichkeiten habe. Das ist eher der Gehirnschmalz, den man vorher selber investieren muss, wenn man sowas aufbaut. Denn auch hier wird der Kunde sich nicht beteiligen können oder in der Regel fast nicht beteiligen können. Sondern das müssen dann wirklich die Betriebsteams wissen, zu sagen, was brauche ich für eine Interpretation, was brauche ich fürs Reporting und was brauche ich da für die Überwachung. Aber auch hier, wie gesagt, erstmal einfach anfangen. Wir haben teilweise auch versucht, in so einer BPVs, dann kommen da so eine Latten raus, hunderte von Definitionen, wo man dann sagen muss, nee, dann überleg dir das nochmal, macht das Sinn, da zu viel reinzupacken, zu viele Bedingungen zu verknüpfen, mach dir lieber noch einen zweiten. Kannst das alles mit dem Cronk abbilden, geht alles wunderbar, kannst deine Host, deine Service-Checks, deine BPVs, kannst die alle schön auf eine Seite bauen. Mach dir das so schön klein, aber fang nicht an, zu tief mit zu vielen Systemen da was regeln zu wollen. Das geht in der Regel nicht gut. Weil dann steigt auch zu schnell der Frust. Was passiert natürlich, wenn man da reinguckt? Wir haben natürlich jeden Tag Dutzende von Fehlermeldungen. Die muss man auch bearbeiten. Das heißt, es muss jetzt wieder ein Incident oder ein Problem Manager geben oder wie auch immer diese Rollen heißen. Die müssen das nachhalten, die müssen gucken, was war denn da jetzt wirklich, um notfalls dann auch Anpassungen durchführen zu können. Also auch das Nachhalten, darauf sollte man sich einrichten. Ganz wichtig, die Kollegen immer wieder zusammenrufen, zu fragen, seid ihr damit zufrieden, welche Probleme seht ihr, welche Verbesserungsvorschläge habt ihr? Also ich denke mal, dass 1 bis 2 Jahre nach so einer Ersteinführung noch vergehen in komplexen Umgebungen, bis sich das wirklich eingeschliffen hat. Und was man nicht vergessen darf, die Umgebung leben. Die sind ja nicht tot. Ich beschaffe jetzt gerade wieder, was weiß ich, 20 Systeme. Die bleiben nicht 5 Jahre unangetastet. Ja, ich muss mir also auch ein Change-Management-Verfahren überlegen. Auch das ganz wichtig, das muss ich schon bei der Einführung bedenken. Wer pflegt denn jetzt zum Beispiel im LConf oder im anderen Tool diese ganzen Veränderungen? Habe ich eine CMDB, auf die ich zurückgreife? Machen das die Kollegen verantwortlich? Habe ich ein Ticketing-System, das mir das meldet? Wie soll das alles funktionieren? Das heißt, wenn ich da nicht up-to-date bleibe oder zumindest ein Service-Level habe, wo ich sage, okay, da schraubt einer an der Anwendung rum, der Service-Check kann nicht mehr funktionieren, wer ändert das jetzt in welcher Zeit, weil sonst ist das Ding rot. Und es bleibt auch rot, wenn es keinen definierten Weg gibt, das wieder zu ändern. Auch das ist nochmal eine Sache, die ganz wichtig ist. Wir triggern dann teilweise die Fachteams an, wenn wir sehen, okay, wir melden uns dann als Admin an und sehen, was ist da los, aber im Grunde genommen wollen auch die Kollegen bei uns, die da sind, im Rechenzentrum arbeiten, die wollen das nicht sehen. Die wollen nach einer Zeit nicht mehr immer wieder die Kollegen aus den anderen 15 Teams anrufen müssen und sagen, hier, dein Check da, ist aber schon 2 Wochen rot, was ist da jetzt los? Sondern das muss ich eben einschleifen, das ist dann wieder eine Frage des Bewusstseins, dass die Kollegen damit auch entsprechend umgehen. Deshalb auch nicht zu viel zu Beginn.
weil dann sind die überfahren, die wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Die empfinden das dann nicht mehr als Entlastung, sondern als Belastung. Und dann kann sich dieser Spieß sehr schnell umkehren, dass die dann nämlich zum Chef sagen, so, ah, was haben die mir wieder aufs Auge gedrückt, ich kann damit überhaupt nicht arbeiten, das bringt überhaupt nichts. Ständig, jeden Tag 20 Meldungen, ich muss da und da und da klicken. Da muss man eben schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und muss da vorsichtig rangehen. Grundsätzlich vielleicht abschließend nochmal generelles Ja zu Eastinga. Also wenn Kollegen einfach noch am Überlegen sind, was soll ich einführen, wenn jemand so eine generelle breite Anforderung hat, wie gesagt, wir stehen zu unserer Entscheidung, dass wir uns damals für Nagios, jetzt für Eastinga entschieden haben und wir denken auch, wir sind den richtigen Weg gegangen. Natürlich hat man in Open-Source-Projekten immer 100 Unbekannte, das ist einfach so, aber habe ich die nicht bei einer kommerziellen teuren Lösung auch? Natürlich hatten wir die alle bei uns auf der Agenda stehen, die haben uns alle angeguckt, das geht dann von, ich sage das mal, 100.000 bis wirklich zu 9 Millionen, wenn man die entsprechend lizenzieren muss. Die haben aber andere gravierende Nachteile. Wenn ich da hingehe und sage, ich will das mal schnell haben, ja, was ist denn dann? Das machen die meisten doch gar nicht. Ja, wenn die Systeme das nicht können, hier setze ich mich hin mit einem Dienstleister oder habe selber einen guten PHP-Programmierer oder schreibe ein C-Programmchen und schon habe ich meine Lösung. Das habe ich natürlich bei kommerziellen Produkten nicht. Also da muss man auch immer mal gucken und auch unter dem Aspekt muss ich sagen, selbst die Lösung, die wir jetzt gebaut haben, hätten wir in anderen Lösungen zumindest so schnell, so einfach, wir reden da ja über Manntage. Wenn ich in den kommerziellen Produkten gucke, die wir ja haben müssen, weil es keine Open-Source-Lösung gibt, wenn ich da einen Change-Request zum Hersteller gebe und sage, hier, ich will nur mal eine kleine Funktion verändert haben, wir brauchen das in unserem Setup, da kommen dann natürlich Angebote, die sind teurer, als unser ganzes System gekostet hat. Das muss man ja auch immer bedenken. Hier mache ich einen schönen Workshop, wir überlegen uns ein Setup, das wird in 3 Tagen runterprogrammiert, in 3 Tagen getestet und wir können es einbauen. Auch das ist ein Vorteil, den darf man definitiv nicht vernachlässigen. Gerade in diesen Umgebungen, wo es eben keine Lösung von der Stange gibt. Ja. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, vielen, vielen Dank für den, ich finde, spannenden Einblick in die Welt der Fernseh- und Rundfunkproduktion, die Überwachung, wie man das hat. Ich kenne das Setup, aber auch für mich war das teilweise, war es einiges Spannendes Neues dabei.